Fünftes Kapitel, Krimkrieg, Wochenblattspartei. Teil 1. Für die deutsche Sache behielt man in den dem Königtum widerstrebenden Kreisen eine kleine Hoffnung auf Hebelkräfte im Sinne des Herzogs von Coburg, auf englischen und selbst französischen Beistand, in erster Linie aber auf liberale Sympathien des deutschen Volks. Die praktisch wirksame Betätigung dieser Hoffnung beschränkte sich auf den kleinen Kreis der Hofopposition, welche unter dem Namen der Fraktion Bethmann-Hollweg den Prinzen von Preußen für sich und ihre Bestrebungen zu gewinnen suchte. Es war dies eine Fraktion, die an dem Volke gar keinen und an der damals als Gotha bezeichneten nationalliberalen Richtung geringen Anteil hatte. Ich habe diese Herren nicht gerade für nationaldeutsche Schwärmer gehalten, im Gegenteil. Der einflussreiche, noch heute 1891 lebende langjährige Adjutant des Kaisers Wilhelm, Graf Karl von der Goltz, der einen stets offenen Zugang für seinen Bruder und dessen Freunde abgab, war ursprünglich ein eleganter und gescheiter Gardeoffizier, Stockpreuße und Hofmann, der an dem außerpreußischen Deutschland nur so viel Interesse nahm, als seine Hofstellung es mit sich brachte. Er war ein Lebemann, Jagdreiter, sah gut aus, hatte Glück bei Damen, wusste sich auf dem Hofparkett geschickt zu benehmen. Aber die Politik stand bei ihm nicht in erster Linie, sondern galt ihm erst, wenn er derselben bei Hofe bedurfte. Dass die Erinnerung an Olmütz das Mittel war, den Prinzen zum Bundesgenossen für den Kampf gegen Manteuffel zu gewinnen, das konnte niemand besser wissen als er. Und um diesen Stachel für die Empfindung des Prinzen in Wirksamkeit zu erhalten, hatte er auf Reisen und zu Hause stets gute Gelegenheit. Die später nach Bethmann-Hollweg benannte Partei, richtiger Koterie, bestand ursprünglich aus dem Grafen Robert Goltz, einem Manne von ungewöhnlicher Befähigung und Tätigkeit. Herr von Manteuffel hatte das Ungeschick gehabt, diese strebsame Kapazität schlecht zu behandeln. Der dadurch stellungslos gewordene Graf wurde der Impresario für die Truppe, welche zuerst als höfische Fraktion und später als Ministerium des Regenten auf der Bühne erschien. Sie begann in der Presse, besonders durch das von ihr gegründete Preußische Wochenblatt und durch persönliche Werbungen in politischen und Hofkreisen sich Geltung zu verschaffen. Die Finanzierung, wie die Börse sich ausdrückt, wurde durch die großen Vermögen Bethmann-Hollwegs und der Grafen Fürstenberg-Stammheim und Pourtalais und die politische Aufgabe, als deren Ziel zunächst der Sturz Manteuffels gestellt war, von den geschickten Händen der Grafen Goltz und Pourtalais besorgt. Beide schrieben ein elegantes Französisch in geschickter Diktion, während Herr von Manteuffel in der Herstellung diplomatischer Aktenstücke hauptsächlich auf die hausbackene Tradition seiner Beamten von der französischen Kolonie in Berlin angewiesen war. Auch Graf Pourtalais war von dem Ministerpräsidenten im Dienste verstimmt und von dem Könige als Rivale Manteuffels ermutigt worden. Goltz wollte ohne Zweifel, wenn nicht der unmittelbare Nachfolger Manteuffels, doch früher oder später Minister werden. Er hatte auch das Zeug dazu, viel mehr als Harry von Arnim, weil er weniger Eitelkeit und mehr Patriotismus und Charakter besaß. Freilich auch mehr Zorn und Galle, die sich vermöge der ihm innewohnenden Energie als Subtrahenda von seiner praktischen Leistung geltend machten. Ich habe zu seiner Ernennung nach Petersburg, später nach Paris mitgewirkt, und Harry von Arnim aus der unwichtigen Stellung, in welcher ich ihn fand, schnell und nicht ohne Widerspruch in dem Kabinette befördert, aber an diesen beiden Befähigsten unter meinen diplomatischen Mitarbeitern dasselbe erlebt, wie Iglano an Anselmo in dem Chamissoschen Gedichte. Auch Rudolf von Auerswald hatte sich der Fraktion zurückhaltend angeschlossen, kam aber im Juni 1854 zu mir nach Frankfurt, um mir zu sagen, dass er seinen Feldzug der letzten Jahre für verloren halte, sich herauszuziehen wünsche und, wenn er den Gesandtenposten in Brasilien erhielte, versprechen wolle, sich um innere Politik nicht mehr zu kümmern.
Obwohl ich Manteuffel empfahl, in seinem Interesse darauf einzugehen und einen so feinen Kopf, erfahrenen und achtbaren Mann und Freund des Prinzen von Preußen auf diese ehrliche Weise zu neutralisieren, so war sein und des General von Gerlach Misstrauen oder Abneigung gegen Auerswald doch so stark, dass der Minister dessen Ernennung ablehnte. Manteuffel und Gerlach waren überhaupt, obschon nicht untereinander, doch gegen die Partei Bethmann-Hollweg einig. Auerswald blieb im Lande und einer der Hauptträger der Beziehungen zwischen diesen anti-manteuffelschen Elementen und dem Prinzen. Graf Robert Goltz, mit dem ich aus der Jugend her befreundet war, versuchte in Frankfurt auch mich für die Fraktion zu gewinnen. Ich lehnte den Beitritt, soweit Mitwirkung zum Sturze Manteuffels von mir gefordert würde, mit der Motivierung ab, dass ich, wie damals der Fall war, mit vollem Vertrauen Manteuffels den Posten in Frankfurt angetreten hatte und es nicht für ehrlich halten würde, meine Stellung zum Könige, zum Sturze Manteuffels zu benutzen, solange letzterer mich nicht in die Notwendigkeit versetzte, mit ihm zu brechen, und dass ich in dem Falle ihm die Fehde und den Grund derselben vorher offen ansagen würde. Graf Goltz wollte sich damals verheiraten und bezeichnete mir als sein nächstes Verlangen den Gesandtschaftsposten in Athen. Man soll mir, setzte er mit der Bitterkeit hinzu, schon einen Posten geben und einen guten. Davor ist mir nicht bange. Die scharfe Kritik der Politik Olmütz, die in der Tat nicht so sehr die Schuld des preußischen Unterhändlers als der, um das wenigste zu sagen, ungeschickten Leitung der preußischen Politik bis zu seiner Zusammenkunft mit dem Fürsten Schwarzenberg war, und die Schilderung ihrer Folgen, das war die erste Waffe, mit welcher Manteuffel von Goltz angegriffen und die Sympathie des Prinzen von Preußen gewonnen wurde. In dem soldatischen Gefühle des Letzteren war Olmütz ein Wunderpunkt, in Bezug auf welchen nur die militärische und royalistische Disziplin dem Könige gegenüber die Empfindung der Kränkung und des Schmerzes beherrschte. Trotz seiner großen Liebe zu seinen russischen Verwandten, die zuletzt in der innigen Freundschaft mit Alexander II. Zum Ausdruck kam, behielt er das Gefühl einer Demütigung, die Preußen durch den Kaiser Nikolaus erlitten hatte, und diese Empfindung wurde umso stärker, je mehr seine Missbilligung der manteuffelischen Politik und der österreichischen Einflüsse ihn der ihm früher ferner liegenden deutschen Aufgabe Preußens näher rückte. Im Sommer 1853 schien es, dass Goltz sich seinem Ziele nähern, zwar nicht Manteuffel verdrängen, aber doch Minister werden werde. Der General Gerlach schrieb mir am 6. Juli, von Manteuffel hörte ich, dass Goltz ihm erklärt hat, nur dann in das Ministerium eintreten zu können, wenn die Umgebung des Königs geändert, das heißt ich fortgeschickt würde. Ich glaube übrigens, ja, ich könnte sagen, ich weiß es, dass Manteuffel Goltz als Rat in das Auswärtige Ministerium hat haben wollen und gegen andere Personen dort, wie Lecoq, wo er gegen Gerlach und dessen Freunde am Hof und so weiter, ein Gegengewicht zu haben, was nun, Gott sei Dank, durch Goltzens Trotz vereitelt ist. Ich denke mir, dass ein Plan im Werke ist, ob in allen zum Mithandeln bestimmten Personen bewusst oder unbewusst, halb oder ganz lasse ich dahingestellt sein, ein Ministerium unter den Auspizien des Prinzen von Preußen zu formieren, in dem nach Entfernung von Rauma, Westfalen, Bodelschwing, Manteuffel als Präses, Ladenberg als Kultus, Goltz als Auswärtiger funktionieren und welches sich die Kammermajorität verschafft, was ich nicht für sehr schwierig halte. Damit sitzt der arme König zwischen der Kammermajorität und seinem Nachfolger und kann sich nicht rühren. Alles, was Westfalen und Rauma zustande gebracht, und sie sind die einzigen Menschen, die etwas getan, würde wieder verloren gehen, von den übrigen Folgen zu schweigen. Manteuffel als doppelter Novembermann wäre wie schon jetzt inevitable. Der Gegensatz der verschiedenen Elemente, welche die Entschließung des Königs zu bestimmen suchten, steigerte sich. Der Angriff der Bethmann-Hollwegschen Fraktion auf Manteuffel belebte sich während des Krimkriegs. Der Ministerpräsident hatte seine Abneigung gegen den Bruch mit Österreich und gegen eine Politik, wie sie nach den böhmischen Schlachtfeldern führte,
am nachdrücklichsten in allen für unsere Freundschaft mit Österreich kritischen Momenten betätigt. In der Zeit des Fürsten Schwarzenberg, demnächst des Krimkrieges und der Ausbeutung Preußens für die österreichische Orientpolitik, erinnerte unser Verhältnis zu Österreich an das zwischen Leporello und Don Juan. In Frankfurt, wo zur Zeit des Krimkrieges die übrigen Bundesstaaten außer Österreich versuchsweise verlangten, dass Preußen sie der österreich-westmächtlichen Vergewaltigung gegenüber vertrete, konnte ich als Träger der preußischen Politik mich einer Beschämung und Erbitterung nicht erwehren, wenn ich sah, wie wir gegenüber den nicht einmal in höflichen Formen vorgebrachten Zumutungen Österreichs jede eigene Politik und jede selbstständige Ansicht opferten, von Posten zu Posten zurückwichen, unter dem Druck der Inferiorität, in Furcht vor Frankreich und in Demut vor England, im Schlepptau Österreichs Deckung suchten. Der König war nicht unempfänglich für diesen meinen Eindruck, aber nicht geneigt, denselben durch eine Politik im großen Stile abzuschütteln. Nachdem England und Frankreich am 28. März 1854 Russland den Krieg erklärt hatten, waren wir mit Österreich das Schutz- und Trutzbündnis vom 20. April eingegangen, welches Preußen verpflichtete, unter Umständen 100.000 Mann in Zeit von 36 Tagen zu konzentrieren, ein Drittel in Ostpreußen, die beiden anderen zu Posen oder zu Breslau, und sein Heer, wenn die Umstände es erheischten, auf 200.000 Mann zu bringen, sich behufs alles dessen mit Österreich zu verständigen. Unter dem 3. Mai schrieb mir Manteuffel folgenden pikierten Brief. General von Gerlach teilte mir soeben mit, dass des Königs Majestät eure Persönlichkeit behufs Besprechung über die Behandlung des österreich-preußischen Bündnisses am Bunde hier anwesend zu sehen befohlen und dass der Herr General in diesem Sinne eure Persönlichkeit bereits geschrieben habe. In Gemäßheit dieses allerhöchsten Befehls, von dem mir übrigens vorher nichts bekannt gewesen, darf ich keinen Anstand nehmen, eurer Persönlichkeit ganz ergebenst zu veranlassen, sich unverzüglich hierher zu verfügen. Mit Rücksicht auf die beim Bundestage bevorstehenden Verhandlungen dürfte ihr Aufenthalt hier selbst nicht von langer Dauer sein können. Bei Besprechung des Vertrages vom 20. April schlug ich dem Könige vor, diese Gelegenheit zu benutzen, um uns und die preußische Politik aus der sekundären und, wie mir schien, unwürdigen Lage herauszuheben und eine Stellung einzunehmen, welche uns die Sympathie und die Leitung der deutschen Staaten gewonnen hätte, die mit uns und durch uns in unabhängiger Neutralität zu verbleiben wünschten. Ich hielt dies für erreichbar, wenn wir, sobald Österreich die Truppenaufstellung verlangte, freundlich und bereitwillig darauf eingingen, aber die Aufstellung der 66.000 und faktisch mehr Mann nicht bei Lissa, sondern in Oberschlesien machten, so dass unsere Truppen in der Lage seien, die russische oder die österreichische Grenze mit gleicher Leichtigkeit zu überschreiten, namentlich wenn wir uns nicht genierten, die Ziffer 100.000 uneingestanden zu überschreiten. Mit 200.000 Mann würde Seine Majestät in diesem Augenblick Herr der gesamten europäischen Situation werden, den Frieden diktieren und in Deutschland eine Preußens würdige Stellung gewinnen können. Frankreich war nicht imstande, neben der Leistung, mit der es in der Krim beschäftigt war, bedrohlich an unserer Westgrenze aufzutreten. Österreich hatte seine disponiblen Kräfte in Ostgalizien stehen, wo sie von Krankheiten mehr Verluste erlitten als auf Schlachtfeldern. Sie waren festgenagelt durch die, auf dem Papier wenigstens, 200.000 Mann starke russische Armee in Polen, deren Marsch nach der Krim die dortige Situation entschieden haben würde, wenn die österreichische Grenzaufstellung ihn hätte zulässig erscheinen lassen. Es gab schon damals Diplomaten, welche die Herstellung Polens unter österreichischem Patronat und ihr Programm aufgenommen hatten. Jene beiden Armeen standen einander gegenüber fest, und es war für Preußen möglich, durch seinen Beistand einer von ihnen die Oberhand zu gewähren. Die Wirkung einer englischen Blockade
welche unsere Küste hätte treffen können, würde nicht gefährlicher gewesen sein, als die wenige Jahre früher mehrmals ausgestandene, uns ebenso vollständig abschließende dänische und aufgewogen durch die Erlangung unserer und der deutschen Unabhängigkeit von dem Drucke und der Drohung einer österreichisch-französischen Allianz und Vergewaltigung der zwischenliegenden Mittelstaaten. Während des Krimkrieges sagte mir der alte König von Württemberg in vertraulicher Audienz am Kamin in Stuttgart: Wir deutschen Südstaaten können nicht gleichzeitig die Feindschaft Österreichs und Frankreichs auf uns nehmen. Wir sind zu nahe unter der Ausfallpforte Straßburg und vom Westen her okkupiert, bevor uns von Berlin Hilfe kommen kann. Württemberg wird überfallen, und wenn ich ehrlich mich in das preußische Lager zurückziehe, so werden die Klagen meiner vom Feinde bedrückten Untertanen mich zurückrufen. Das württembergische Hemd ist mir näher als der Rock des Bundes. Die nicht unbegründete Hoffnungslosigkeit, welche in dieser Äußerung des gescheiten alten Herrn lag, und die mehr oder weniger zornige Empfindung in anderen Bundesstaaten, nur nicht in Darmstadt, wo Herr von Dahlwig Coeron sicher auf Frankreich baute, diese Stimmungen würden sich wohl geändert haben, wenn ein nachdrückliches Auftreten Preußens in Oberschlesien den Beweis lieferte, dass weder Österreich noch Frankreich uns damals überlegenen Widerstand zu leisten vermochten, wenn wir ihre entblößte und gefährdete Situation entschlossen benutzten. Der König war nicht unempfänglich für die überzeugte Stimmung, in welcher ich ihm die Sachlage und die Eventualitäten darstellte. Er lächelte wohlgefällig und sagte im Berliner Dialekt: »Liebeken, das ist sehr schöne, aber es ist mich zu teuer. Solche Gewaltstreiche kann ein Mann von der Sorte Napoleons wohl machen, ich aber nicht.